Ja, hallo erstmal. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, um die Welt des Schachs zu erkunden. In diesem Video werde ich dir die Grundlagen des Schachspielens vermitteln. Wir werden uns die Schachfiguren ansehen, ihre Bewegung und Bedeutung im Spiel erklären. Außerdem werden wir die grundlegenden Regeln wie Schach geben, Schachmatt, Remis besprechen. Egal, ob du noch nie zuvor Schach gespielt hast oder bereits etwas Erfahrung hast, dieses Video ist für jeden gedacht, der seine Schachwissen erweitern möchte. Also, lass uns direkt loslegen und in die faszinierende Welt des Schachs eintauchen. Schachmatt, das Ende des Spiels. Schachmatt ist eine Position im Spiel, in der der König eines Spielers im Schach steht und keine legalen Züge mehr machen kann, um sich aus der Bedrohung heraus zu bewegen. Das bedeutet, dass der König unmittelbar bedroht ist und keine Möglichkeit hat, auf ein sicheres Feld zu ziehen oder die Bedrohung zu beseitigen. Ein Schachmatt beendet das Spiel sofort und der Spieler, dessen König im Schachmatt steht, verliert leider die Partie. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Schachmatt erreicht werden kann. Angriff auf den König. Ein Spieler positioniert seine Figuren so, dass der König des Gegners von mehreren Seiten bedroht wird und keine Fluchtmöglichkeit hat. Ausnutzen der Schwächen. Ein Spieler kann Schwächen in der gegnerischen Verteidigung ausnutzen, um den König in seine Position zu bringen, in der er Schachmatt ist. Kombinationen. Durch geschickte Kombinationen von Zügen und Taktiken kann ein Spieler den gegnerischen König in einer Falle locken und Schachmatt setzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Schachmatt das Hauptziel des Spiels ist. Das Spiel endet, sobald ein Spieler Schachmatt gesetzt hat und dieser Spieler gewinnt schlussendlich die Partie. Um Schachmatt zu verhindern, muss der Spieler seinen König vor Bedrohungen schützen, seine Figuren effektiv einsetzen und taktische Möglichkeiten voraussehen. Schachmatt ist das ultimative Ziel und die Belohnung für kluge strategische Planung und taktisches Denken im Schach. Es zeigt, dass ein Spieler seinen Gegner erfolgreich eingeschränkt hat und den König in die Ecke getrieben hat, ohne dass dieser eine Fluchtmöglichkeit hat. So, von der Theorie zur Praxis. Jetzt wollen wir mal schauen, wie kann Schwarz mit nur einem einzigen Zug den weißen König matt setzen. Wie du sehen kannst, bedroht Weiß unseren König mit einem Schach. Was haben wir gelernt? Richtig. Wir müssten aus dem Schach gehen. Aber dann haut es ja nicht mehr hin, wenn wir mit einem Zug matt setzen wollen. Geht ja nicht. Wenn wir jetzt aus dem Schach gehen, keine Ahnung, hierhin oder vielleicht auch dahin, da dürfen wir ja nicht hin. Zwischen den Königen muss ja auch immer ein Feld frei sein. Also dürfen wir nicht. Aber auch davon abgesehen, würde da auch die Dame Schach bieten. Aber das vergessen wir jetzt einfach mal. Zwischen König muss auch, und König muss auch immer ein Feld frei sein. Dürfen wir also auch nicht hin. Und hier dürfen wir logischerweise auch nicht hin, weil wieder ein Feld nicht frei ist. Zwischen den beiden. Und die Dame nimmt ja die ganze Linie ein. Also wir müssen definitiv wegziehen. So, aber dann haut unsere Theorie ja nicht mehr hin. Ja, dann haut es ja nicht mehr hin, mit einem Zug matt zu setzen. Aber wir müssen aus dem Schach. Was haben wir gelernt? Wir müssen aus dem Schach oder, was ist das andere? Wir können eine Figur dazwischen ziehen. Richtig. So sieht's aus. Aber welche Figur können wir dazwischen ziehen? Die Dame? Ja, die Dame könnte die Dame schlagen. Dann wären wir nicht mehr im Schach. Könnte. Tun das jetzt mal. Zack. Jetzt setzen wir den König nämlich Schach. Aber er ist kein Matt. Warum ist dieser König jetzt kein Matt? Ganz einfach. Weil dieser Springer
die Dame hier schlagen kann. Und der König kann nicht die Dame schlagen, weil dann steht er durch den Bauern wieder Schach. Also machen wir weiter. Zack. Wie du jetzt gesehen hast, ist das auch der falsche Zug. Wir wollen in einen einzigen Zug den weißen König matt setzen. Müssen wir auch, weil Weiß könnte sich hier unten eine Dame holen. Mit einem einzigen Zug. Und wir müssen natürlich aus dem Schach raus. Jetzt habe ich dich, glaube ich, total verwirrt, oder? Ich glaube, das war doof erklärt. Aber wir ziehen das jetzt mal so durch. Und es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die wir haben. Und zwar ist der Bauern hier dahin zu ziehen. Und der weiße König ist schachmatt. Weil er kann nicht hier hinziehen, weil der König, zwischen König und König muss ein Feld frei sein. Er kann ihn nicht schlagen, weil dann ist wieder kein freies Feld. Darf er nicht. Die Dame kann den Bauer auch nicht schlagen, weil dann unsere Dame Schach bietet. Also, aus diesem Grund ist jetzt der König schachmatt. Wir haben nur eine einzige Möglichkeit, zwar den Bauern dorthin zu ziehen, dann ist der weiße König schachmatt. Weil die Dame kann nicht wegziehen, weil unsere Dame das Feld beschlagnahmt und deswegen kann sie den Bauern nicht schlagen. So, dann gehen wir mal weiter, dann machen wir das nächste Bild. So, und hier haben wir die nächste Aufgabe. Das gleiche, in einem einzigen Zug wollen wir hier den schwarzen König schachmatt setzen. Jetzt haben wir mal ein paar Figürchen mehr, glaube ich, sind das jetzt hier als vorhin, ne? Ja, wir haben hier ein paar Bauern, wir haben hier einen Bauer da. 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiße Bauern und 1, 2, 3, 4, 5 schwarze Bauern. Das heißt, Weiß hat hier schon mal einen klaren Vorteil, hat einen Bauern mehr als Schwarz. Das sieht man auch daran, ne, weil wir sind schon kurz hier vorm Ziel. Und aber Weiß hat keine Dame. Tja, das ist natürlich ein Problem, würde ich mal sagen. Dafür hat aber Schwarz eine Dame und ist natürlich dann, tja, Vorteil. Oder? Gut, wir werden sehen. Wir haben einen Zug, um den schwarzen König hier matt zu setzen. Welche Möglichkeiten haben wir da? Nicht viele. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Und zwar diesen Zug jetzt hier, dieser Bauer bringt uns ja gar nichts hier, ja, der bringt uns auch nichts, dieser Zug bringt uns auch nichts. Wie wir gelernt haben, dürfen wir ja immer von der Grundlinie der Bauern zwei Felder am Anfang gehen und im Nachhinein immer nur ein Feld gehen, ne? So, dieser hier darf auch nur zwei Felder gehen oder er kann auch ein Feld gehen. Das gleiche sieht hier aus, er dürfte auch noch zwei Felder gehen, aber da besteht die Gefahr, dass Weiß den Passonschlag macht und den Bauern in Vorübergehen schlägt. Das hatten wir auch besprochen und deswegen wäre es, wenn strategisch gesehen, nicht so gut, diesen Zug zu machen. Weiß ist dran zum Glück. Wie können wir also Schach bieten? Es bleibt nur eine einzige Möglichkeit und das ist, mit dem Bauern nach vorne zu gehen. Den Bauern dann umzuwandeln in eine Dame oder in einen Turm. Der Turm würde schon vollkommen ausreichen, weil ja.
weil dann Schwarz Schachmatt ist. Er kann keine Figur dazwischen ziehen. Ein Bauer darf nicht rückwärts ziehen. Das darf er nicht. Also, wir haben nur hier auf diesem Bild eine Möglichkeit, den schwarzen König Schachmatt zu setzen mit einem Zug, und zwar indem wir den Bauer umwandeln in eine Dame oder einen Turm, damit wir diese Linie hier kontrollieren. Und dafür brauchen wir eine Dame oder einen Turm. Ein Läufer bringt uns hier nichts. Eine Dame, ja, und ein Turm, ja. Ein Springer bringt uns hier auch nichts. Und deswegen müssen wir ihn hier in eine Dame oder in einen Turm umwandeln. Wenn du dir nicht sicher bist, wandel den Bauern sofort in eine Dame um. Und dann bist du da schon mal auf der sicheren Seite. So ist dieser König definitiv, aber auch mit dem Turm, definitiv in Schachmatt. In Schachmatt, also ist er Schachmatt. So. Dann schauen wir uns das nächste Bild an, oder? Eins schauen wir uns noch an. Und dann würde ich vorschlagen, hau ich mal so drei Übungen raus, die du dann selbst versuchen kannst zu lösen. Ist es immer nur ein Zug dann möglich? Ein Zug entweder für Schwarz oder ein Zug für Weiß, wo du den König dann Schachmatt setzen müsstest. Aber gut, wir schauen uns noch mal eine andere Stellung an. Einen Moment bitte. So, Weiß ist wieder am Zug. Wir möchten mit einem einzigen Zug den schwarzen König Schachmatt setzen. Also als erstes müssen wir mal gucken, ist es überhaupt möglich, diesen schwarzen König hier Schachmatt zu setzen. Wir sehen, dass der König nicht auf diesem Feld kann, weil zwischen König und König muss immer ein Feld frei sein. Also, da darf er auch nicht hin. Das heißt, der König ist schon ganz schön in der Enge. Das war unser Ziel, das haben wir dann auch geschafft. Aber wie könnten wir ihn jetzt Schachmatt setzen in nur einen einzigen Zug? Mit dem Springer ist das nicht möglich. Mit dem Bauern können wir nur ein Feld nach vorne gehen. Das ist auch nicht möglich. Hier können wir nur ein Feld nach vorne gehen, weil der Bauer schon hier nach hier gegangen ist. Dieser Bauer dürfte noch zwei Felder gehen und nachher immer nur noch ein Feld marschieren. Mit diesem Bauer hier können wir zwar zwei Felder geben, aber können wir auch kein Schach geben. Der Springer, wie gesagt, hilft uns hier leider für die Aufgabe nicht weiter, weil er nur auf diese Felder hier marschieren kann. Da, und das bringt uns nichts. So. Die Lösung ist, wir marschieren mit dem Bauern nach vorne. Und so ist der König schachmatt. In nur einem einzigen Zug. Wie du siehst, man kann auch mit den Bauern, den schwächsten Figuren auf dem Brett, sagt man ja, König Schachmatt setzen. Das kann man so machen. Gut, jetzt werde ich drei Aufgaben dranhängen, die du gerne lösen kannst. Und erst kommt die Aufgabe und danach kommt auch immer die Lösung. Und mich würde mal interessieren, hast du es alleine geschafft? Hast du gewartet, bis die Lösung kam? Es ist halt immer abwechselnd. Ich lasse es auch erscheinen, welche Farbe dran ist, weiß oder schwarz. Was auf jeden Fall ist, immer nur ein Zug brauchst du, um den gegnerischen König Schachmatt zu setzen. Ja, dann würde ich mal sagen, Rock'n'Roll.
3, 2, 1, jump! Herzlichen Glückwunsch! Du hast jetzt gelernt, wie Schachmatt gesetzt wird und wie dieses spannende Ende einer Partie erreicht werden kann. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Lernen und Üben dieser taktischen Strategie, aber es ist noch längst nicht das Ende deiner Schachreise. In den kommenden Videos werden wir uns mit weiteren fortgeschrittenen Strategien, komplexeren Taktiken, Mustern und tiefen Verständnis für das Schachspiel beschäftigen. Wir werden in der faszinierende Welt der Eröffnungen, des Mittelfeldspiels und des Endspiels eintauchen und deine Fähigkeiten auf ein höheres Niveau zu bekommen. Bleib also dran und sei gespannt auf kommende Inhalte. Wenn du spezielle Themen hast, über die du mehr erfahren möchtest oder Fragen, die du gerne beantwortet haben möchtest, lass es mich wissen. Ich freue mich darauf, dich auf deinem Weg zum Schachprofi zu begleiten. Danke, dass du dabei warst und bis bald in unserem nächsten Schachabenteuer.